Was ist denn in dem großen Topf? Eicheln. Für die Schweine? Nein, das sind Lose. Für den Yama. Zu Ehren der Königin von Nostria. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Und was gibt es zu gewinnen? Ich habe hier noch die Strohpuppe, das Fläschchen Pflaumenschnaps und den Käseleib. Der Sieger darf sich seinen Gewinn selbst aussuchen. Was ist so Besonderes an diesem Bärenlied? Ach, Geron, es ist so schön. Da wird einem alles andere unwichtig. Du musst es schon selbst hören, um zu verstehen, was ich meine. Ich will ein Los ziehen. Ach, Geron, bist du dir da sicher? Bei deinem Glück wird das doch sowieso nichts. Fang du nicht auch noch so an. Hier hast du deinen Kreuzer. Mist. Sei so gut und leg die Eichel hier in die Schachtel. Und guck nicht so. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Hat denn überhaupt schon mal jemand gewonnen? Natürlich. Denkst du, ich betrüge? Schau, ich lege jede gezogene Eichel in diese Schachtel. Auf die Gewinnereicheln habe ich kleine Muster gemalt. Und wie du siehst, ist schon ein Gewinn los in der Schachtel. Es hat also schon mal jemand gewonnen. Ist ja schon gut. Mach's gut, Heda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Seid gegrüßt, Spielmann. Wie ist euer Name? Mein Name ist Fredhelm. Was willst du? Fredhelm? Etwa Broderick Fredhelm? Nein, leider nicht. Einfach Fredhelm. Aber sag du zu mir. Also, was ist nun? Hast du etwas auszusetzen? Wie heißt das Lied, das du gerade gespielt hast? Das Lied vom Farindelwald. Es handelt von einem verwunschenen Wald und von einer gefährlichen Fee, die darin haust. Ist etwas damit? Nein, nein, nur aus Interesse. Wo hast du gelernt, auf der Fiedel zu spielen? Das habe ich mir selbst beigebracht. Als kleiner Junge habe ich den fahrenden Spielleuten immer genau auf die Finger geschaut. Und das war alles? Nein. Ich habe mir die Saiten und Bünde mit Kohle auf ein Brett gemalt und jeden Tag die Griffe geübt. Die Musik habe ich mir einfach vorgestellt. Irgendwann bin ich zu einer echten Fiedel gekommen, sozusagen. Und seitdem reise ich als Fiedelspieler durch die Lande. Kannst du auch etwas anderes spielen? Gefällt dir meine Musik nicht? Doch, doch. Ich würde nur gerne ein bestimmtes Lied hören. Das Lied von der Bärenbraut. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Kann es nicht ein anderes Lied sein? Das schaffst du schon, Fredhelm. Die Leute hier merken sowieso nicht, wenn ein paar Noten nicht stimmen. Also gut. Und schön laut bitte, damit man dich auf dem ganzen Markt hören kann. Ist recht. Ein Wunschlied für den Vogelfänger hier. Was? Pass bloß auf, Musikus. Wenn der Vogelfänger sich was wünscht, geht meistens was zu Bruch. Kannst es nicht wissen, aber das stürzt uns alle noch ins Unglück. Hör gar nicht hin, spiel einfach. Die gezogenen Lose. Ah, diese Eichel hat ein Muster. Heda? Heda? Fredhelm? Ja? Du kannst jetzt wieder etwas anderes spielen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte nur, etwas Lustiges, Fröhliches wäre zur Abwechslung nicht schlecht. Ein Trinklied vielleicht. Also gut, meinetwegen. Aber dann ist Schluss mit deinen Wünschen. Ja, vielleicht. Geron, was für ein wunderschönes Lied. Warum spielst du nicht mehr auf der Flöte? Ich ließe dich auch jeden Abend vor meinem Fenster proben. Oh, bitte nicht. Eher schneide ich mir die Ohren ab, als mir das Gejaule anzutun. Ich denke darüber nach. Ich will noch einmal ziehen. Jetzt wird es bestimmt etwas. Nein, du verschleuderst nur dein ganzes Geld. Und lass auch die anderen mal. Ich sehe hier keine anderen. Und jetzt nimm bitte den Kreuzer.
Na schön. Du willst es ja nicht anders. Ganz genau. Und jetzt mit dem Gewinn austauschen. Hier, ich habe gewonnen. Pah, Hexerei. Herzlichen Glückwunsch, Geron. Welchen Preis hättest du denn gern? Gib mir den Pflaumenschnaps. Bitte sehr. Falls du doch etwas anderes willst, kannst du es später noch umtauschen. Ein beschwertes Leben. Der Pflaumenschnaps vom alten Seffel. Schau dir den Vogelfänger an. Der Arme bekommt einfach nicht genug zu essen. Ja, das ist witzig. Hier ist das Eichenblatt. Ich habe alle vier. Jetzt schnell zum Haushofmeister. Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger. Ich habe viel zu tun. Außerdem setzen in deiner Nähe meine besten Klingenrost an. Was hast du denn zu tun? Stellst dich ein bisschen dumm, was? Ich bin Schmied. Wir haben hier bald ein Ritterturnier. Wer wird wohl die Rüstungen ausbeulen, die Lanzen polieren und die Schwerter schleifen, Jemand, der das kann. Ach, halt's Maul! Was denkst du? Wer hat die besten Aussichten bei dem Turnier? Mir egal. Hauptsache, die Ritter bezahlen ordentlich für meine Arbeit. Dieses Jahr fehlt sowieso der Beste von allen. Da ist die Tornei für die Katz. Wer soll das denn sein? Ritter Bogumil Zornbold natürlich. Kenn ich nicht. Schlimm genug. Was bekommt wohl der Sieger der Eichblattqueste? Was fragst du mich? Wahrscheinlich den Ritterschlag. Meinst du wirklich? Wenn du gewinnst, hoffe ich mal nicht. Wir werden ja sehen. Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Du schon wieder? Ich habe alle vier Eichenblätter. Was? Du? Zeig her. Tatsächlich. Jetzt sieht die ganze Färberbande, wer der Dumme war. Nicht so schnell. Eine Aufgabe steht dir noch bevor. Aber ich habe alle vier Blätter beisammen. Nimm diese Stadtbanner und hisse es vor den Toren der Burg. Oh je. Das riecht nach Schikane. Es ist ein Tribut an deine Stadt und an deinen König. Es zeigt deinen Stolz, Untertan des Andergaster Königshauses zu sein. Kinderspiel. Spiel damit nicht rum. Das gehört an die Querstange. Der Vogelfänger hat gewonnen. Das ist kein gutes Omen. Du hast den Sieg in der Eichenblattqueste errungen. Wer hätte das gedacht? Um deine Ehrung zu empfangen, darfst du heute vor den König treten. Aber einer wie du wird nicht einfach so zum König vorgelassen. Höre mir also genau zu. Alles, was ihr sagt, Meister Haushofverwalter. Königlicher Haushofmeister. Entschuldigt. Die erste Regel. Sprich nur, wenn du angesprochen wirst. Keinesfalls dem König ins Wort fallen. Oder mir.
Und du gehst nicht weiter als 7 Schritte vor den Thron. Jawohl. Du weißt, wie viel 7 ist, ja? 7 kommt nach der 6. Der König wird mit königliche Hoheit oder Majestät angesprochen. Königliche Hoheit, so wird es gemacht. Bereite mir keine Schande. Ein falsches Benehmen und du bist die längste Zeit in Andergast gewesen. Dann bringen wir es jetzt hinter uns.